herzlich willkommen bei Lübeck im Brettspiele. Genau. Mit Markus und Sandra. Sonst sagen wir es immer zusammen, ne? Ja. Doof, wir machen das doch mal. Ja. Finde ich auch. Herzlich willkommen bei Lübeck die Brettspiele. Das ist ja viel besser. Ja. Vielleicht lässt sich das drin, das war witzig. Ja, wir stellen euch heute wieder ein Let's Play von uns vor. Beziehungsweise stellen wir euch ein Spiel vor und let's play das. Und zwar das Elawa von Bombix. Ein wieder mal sehr schnell zugängliches Spiel. Haben wir uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir die schnell zugänglichen Spiele auf unserem Kanal vorstellen wollen. Aufmerksam gemacht hat uns der liebe Geekpunkt. Grüße gehen raus. Ach, der hat das mal erwähnt, genau. Ich glaube, der hat das mal gewählt oder sogar gerankt. Ich glaube, das war sogar für ihn top. Mhm. Ja. Mhm. Und wir wollten das dann auch mal ausprobieren und haben uns das gleich bei Philibert bestellt und kommen lassen. Oh. Das war das Philibert-Paket. Ah, ja. Aus Frankreich. Ja, englische Spielregeln sind drin. So schwer zu erlernen ist das nicht. Wie gesagt, schnell zugänglich. Und das Spielmaterial ist doch sprachneutral eigentlich, ne? Hatte ich jetzt. Das ist alles sprachneutral, genau. Und dann würde ich vorschlagen, wir setzen uns gleich mal an den Küchentisch und fangen an, das zu spielen. So machen wir das. Ich erkläre Markus das gleich und euch auch gleich mit, dann lernt ihr das auch gleich. So Markus, dann erkläre ich dir jetzt mal das Elawa. Hm? Das ist ein Spiel, das spielt in der Steinzeit. Okay. Genau. Und wir haben Steinzeitmenschen, wir haben Höhlen, wir haben Feuerchen, wenn ich richtig sehe. Körbe zum Früchte sammeln, denn wir sind ja Jäger und Sammler, ne? Ach so. Wir sind Jäger und Sammler, genau. Ich dachte, das wäre das Feuerchen. Das ist das Feuerchen in der Mitte, genau. Das Feuerchen ist in der Mitte, genau. Hier gibt es so Ressourcen, die ein Steinzeitmensch so braucht. Einmal den Feuerstein, dann Fell, Früchte, Fleisch und dieser Knochen, das ist ein Joker, der steht für jede andere Ressource. Mhm. Na? Und immer wenn man hier dran ist, ich habe hier so eine Auslage ums Feuer rum von 6 Steinzeitkarten. Und unter jeder Karte ist so ein Türmchen mit diesen Ressourcen. Da sind immer 5 Ressourcen. Und hier beim Feuerchen in der Mitte sind 6 Verdeckte nochmal. Und man sucht sich eine von den Karten aus und dann guckt mal, welche Zahl ist hier unten rechts. Auf den Karten sind hier so Zahlen unten rechts. Mhm. Ja? Das heißt, so viele Ressourcen darfst du die hier von den Türmchen nehmen und zwar im Uhrzeigersinn. Das heißt, würdest du jetzt hier die rote Karte hier oben nehmen? Ja. Dann würdest du 1, 2 Ressourcen dir nehmen. Nicht da, wo die Karte liegt, sondern die erste Ressource ist quasi ein weiter. Mhm. Und da hier eine 2 steht, dürftest du hier das Stück Fleisch nehmen und den Feuerstein. Okay. So, dann nimmt man die Karte auf die Hand, es sei denn, man kann sie schon bezahlen und ausspielen. Hier unter dieser, wofür die Karte Punkte bringt und vielleicht bringt sie auch diese Punkte, bringt einfach nur ganz alleine für sich 7 Punkte, ja, das ist ein Mensch. Und hier stehen 2 Bedingungen, die du haben musst, um diese 7 Punkte zu bekommen, nämlich eine Handkarte vernichten aus deiner Hand. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du gar keine Handkarte hast, dann kannst du sie wahrscheinlich noch nicht ausspielen. Nee, und ein Fell. Okay. So, hier ist auch eine Handkarte vernichten. Hier brauchst du eine Frucht, ein Fleisch, einen Feuerstein. Mhm. Manche haben gar nichts, dann kostet die auch gar nichts. Oh, dann bringt ja vielleicht auch nicht so viele Punkte anzunehmen. Hier brauchst du 2-mal Fleisch, 1-mal Fell und hier brauchst du 1-mal Fleisch. So. Mhm. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, hier oben steht immer wie die letzten Endes Punkten. Man sammelt die quasi in seine Auslage. Da gibt es auch überhaupt gar keine Legeregeln oder irgendwas, was man da jetzt beachten müsste. Mhm. Du kannst hier fleißig sammeln. Und jetzt entweder haben die einfach nur so eine Punktzahl hier oben links stehen, wie diese. Hier, die bringt 7, die bringt 7, die bringt 2. Mhm.
Also die wertvollen Karten, die einfach nur für sich Punkte bringen, sind meist die Menschen. Die haben auch so einen Handabdruck, so, weißt du? Okay. So eine auf Stein gemalte Felsmalzeichnung. Oh. Ja, und manche sagen, sie bringen Punkte pro etwas, was ich auf die Karte lege. Hier ist nämlich, das ist nämlich ein Korb zum Sammeln. Mhm. Hier, der ist hier abgebildet, der Korb. Und in diesem Korb will ich lauter Feuersteine sammeln, deswegen sind die hier auch abgebildet. So, dann habe ich hier noch einen Korb, auch Feuersteine sammeln. Es gibt aber auch Körbe, die wollen, dass du Früchte sammelst oder, ne? Und dann gibt es immer so viele Punkte pro Ressource, die du hier nachher auf der Karte drauf liegen hast. In jeder Runde darf man nämlich eine Ressource, die man hat, die kann man sammeln. Nämlich bei sich, bei seinem Stammesführer. Hier jeder ein Stammesführer. Oh. Und der hat hier so Slots, runde Slots, wo genau so eine Ressource raufpasst. Guck mal. Mhm. Ne? Also wir können 4 Ressourcen sammeln bei unserem Stammeshäuptling. Überschüssiges müssen wir theoretisch wegschmeißen. Es sei denn, wie gesagt, einmal pro Runde haben wir die Möglichkeit, in unsere Körbchenkarten was zu legen. Wenn wir sie dann schon bezahlt haben und ausgespielt haben, dann bringen die Punkte pro Ressource, die wir da drauf liegen haben am Ende des Spiels. Mhm. So, das Spiel läuft immer so weiter, immer so weiter. Wenn hier mal so ein kleines Türmchen Ressourcen leer ist, dann darf, wenn man das leer gemacht hat, darf man sich eine Bonusressource aus vom Feuer nehmen. Mhm. Und dann wird der Stapel wieder aufgefüllt, hier vom Nachziehpeil sozusagen. Und wenn hier die Karten nicht mehr auffüllbar sind, ist das nicht schlimm, dann kann man sich trotzdem noch die Ressourcen nehmen. Ne? Okay. Es kann sein, dass wir der Kartenstapel ja mal leer wird, warum auch immer. Anzunehmen. Aber das ist gar nicht heute dramatisch. Das Spiel endet allerdings, wenn alle Bonusressourcen vom Lagerfeuer, da sind jetzt 6 Stück drauf, weil wir zu zweit spielen, wenn die leer sind, dann ist das Spiel zu Ende und dann gucken wir einfach, wie viele Punkte wir hier pro Karten kriegen. Und das war schon das ganze Spiel. Okay. Ja. Und wer die kleinere Zahl auf seiner Stammeskarte hat, fängt an. Du hast die 1 und ich habe die 4. Das heißt, du dürftest jetzt auch anfangen und dir eine Karte aussuchen. Und dann müsstest du vielleicht schon mal vielleicht ein bisschen gucken, welche Ressourcen kriege ich denn, wenn ich die Karte nehme. Naja. Na? Naja. Das kann man ja ziemlich genau sehen. Natürlich sind Karten mit hohen Zahlen bedeuten auch, ich nehme mir viele Ressourcen, aber wenn ich die eigentlich gar nicht ausgeben kann für Karten, das ist natürlich auch blöd, ne? Oh. Muss man wissen, was man da so am besten nimmt. Oder nimmt man eine Karte, die gar nichts kostet? Ja, das muss man eben selber ein bisschen abwägen. Tja, dann wäge ich jetzt einfach mal aus der Hüfte raus und nehme diese Karte da. Achso, da bekommst du 2 Siegpunkte pro gelbe Karte. Alles, was gelb sind, wenn sie Unterschlüpfe, Höhlen, Zelte und so, ne? Mhm. Für die Höhle oder Zelt würdest du am Ende des Spiels 2 Siegpunkte kriegen, wenn du die natürlich vor dir auslegen kannst, weil du diese Ressourcen bezahlen kannst. Du brauchst eine Frucht, ein Fleisch und einen Feuerstein. Mhm. Nehmen darfst du dir eine Frucht und ein Fell. Mhm. Naja. Und das möchtest du. Ja, wieso nicht? Man muss ja irgendwie anfangen. Dann kannst du ja noch nicht bezahlen natürlich, also nimmst du sie erstmal nur auf die Hand. Genau. So, nimmst du jetzt eine Frucht und ein Fell darunter. Mhm. Genau. Und ich fülle hier wieder auf. Diese grüne Karte heißt 2 pro ungleiche Ressourcen im Obstkörbchen. Also das ist ein Obstkorb, wo ich alles mögliche verschiedene drin sammeln möchte. Mhm. Manche Karten haben auch einen Soforteffekt. Der ist dann hier unten auf der Karte. Aber das ist entweder mal eine Ressource nehmen vom Pott oder mal eine Karte ziehen. Ja, also das ist immer unterschiedlich. Das sage ich dir dann aber, wenn es dann soweit ist. Ja? Mhm. So, welches nehme ich denn Schönes? Ach, das ist ja... Hm.
Ich nehme mal die hier. Da sammle ich ja Feuersteine mit. Das ist ja wie so ein Sammelkorb. Und ich kann mir die nächsten zwei Ressourcen nehmen. Hier den Feuerstein und das Fleisch. Und um diese Karte auszuspielen, das kann ich in meinem gleichen Atemzug tun, wenn ich die Ressource habe. Die kostet mich ja nur ein Fleisch. Das heißt, ich spiele jetzt hier aus, gebe das Fleisch ab. Das darf ich nicht in den allgemeinen Vorrat machen. Und habe noch einen Feuerstein übrig. Der kommt dann hier auf meine Stammeskarte. Jetzt habe ich die schon ausgespielt. Diese Karte erlaubt mir, jede Runde da einen Feuerstein draufzulegen, wenn ich dann einen habe. Ja. Und ja, das habe ich natürlich. Und das tue ich auch gleich. Ich packe eigentlich meinen Feuerstein. Oder kann ich das erst ab nächster Runde machen? Eigentlich ist es einmal pro Runde da einen drauflegen. Nee, müsste ich eigentlich jetzt auch schon machen können. Ich kann ja jetzt schon theoretisch einen rauflegen. Und das sind ja schon 3 Siegpunkte. Und für jeden weiteren, den ich da draufliegen habe, dann wieder 3 Siegpunkte. Ja. So, ich fülle wieder auf für dich. Das ist wieder so ein Obstkorb, der das ist so ein Fellsammler, der will Felle sammeln und alle Felle da reinpacken. Auch 3 Siegpunkte pro Fell. Da kostet gar nichts, das auszuspielen. Das ist ja nicht schlecht. Ein Fell hast du ja schon, ne? Ein Fell habe ich schon, stimmt, ja. Richtig. Die könnte ich und kann ich jetzt auch nehmen. Weiß nur nicht, wie viel ich danach dann noch nehmen kann hier von diesen. Na, ah, da ist eine 1 drauf. Das heißt, nimmst du die eine Frucht, kriegst du noch. Super. Ja, die Frucht, die legst du dahin. So, wenn du die jetzt ausspielen willst, die kostet ja nichts, die auszuspielen. Und du darfst jetzt schon ein Fell darauf legen. Das ist natürlich ganz gut. Und das sind auch schon 3 Siegpunkte. Ah ja, gut. Na genau. Hier sind allerdings andere nur Platz für 4 Ressourcen. Das muss man immer wissen, ne? So, hier gibt es einen Fleischsammler, da gibt es aber nur 2 Punkte pro Fleisch. Also ich finde ja die Karten, wo es 3 Punkte pro irgendwas gibt, natürlich auch besser. Ja, sicher. Ich weiß gar nicht, ob es jede Ressource in gleicher Anzahl gibt im Spiel. Das ist ja Müsste immer so. Müsste ich mal gucken. Das ist ja eine spannende Frage, das hatten wir ja schon bei dem einen oder anderen Spiel. Nee, siehst du, das ist nämlich so. Also natürlich sind die Joker ganz selten, da gibt es nur 8 von. Ja. Von den Fellen 12, von den Feuersteinen 16, von Fleisch gibt es ganz viel. Okay. Deswegen gibt es auch nicht so viele Punkte für, glaube ich. Da gibt es nur 20 und 24 Früchte. Also Früchte und Fleisch, damit wirst du hier bombardiert. Ja, kannst du dich mit eindecken. Ja gut, kann man auch was draus kochen, ne? So, dann bin ich, glaube ich, wieder dran. Ich stehe auf die Karten, die viele Punkte bringen, aber da brauchen wir ja auch immer viele Sachen so. Aber ich denke mal, ich würde mit den Menschen hier nehmen, weil dann kann ich den Joker und das Fleisch nehmen. Und hier brauche ich 2 Fleisch und ein Fell. Habe ich zwar alles noch nicht, aber ich habe wenigstens schon mal einen Joker, ein Fleisch. Das ist ja schon mal 2 Drittel von dem, was ich nachher brauchen würde. Das lagere ich hier erstmal auf meinem Stammesfürsten hier, meiner Stammesfürstin. Und lege hier einen Unterschlupfsammler hin. Ja, Moment, was brauche ich denn alles noch? Ich brauche Fleisch und Feuerstein, um diese Karte hier ausspielen zu können. Früchte, Fleisch und Feuerstein. Früchte habe ich, Fleisch und Feuerstein muss ich irgendwie kriegen. Jetzt gibt es hier gerade kein Fleisch. Gibt gerade kein Fleisch, nee. Aber dann kann ich mir zumindest ja schon mal so einen Feuerstein irgendwie besorgen. Und das möglichst so, dass ich jetzt hier nicht meine Auslage schon voll habe, weil da habe ich ja schon 2 Plätze besetzt. Also das ist ja wohl einer mit 1 hier, ne? Das ist einer, der kostet gar nichts zum Ausspielen und du kannst dir dann eine nächste Ressource nehmen. Und das ist ein Feuerstein, oder? Ja, das ist ein Feuerstein. Ja, dann passt das ja perfekt, dann mache ich das so. Kannst du es nehmen, kannst du es ausspielen. Ja, ja. Nimmst einen Feuerstein her und packst es erstmal auf deinen Stammesdums, Fürstbums. Ja. 3 pro Unterschlupf. Ich trinke erstmal Schluck, du auch? Ja. Prost. So, was brauche ich denn noch? Fleisch, ne? Nee. Ja, entweder Fleisch oder Fell. Wenn ich Fleisch oder Fell will, gibt es jetzt nur Fell. Da ist das Fell.
Das kriege ich, wenn ich die oder die Karte nehme. Ja, pff. Ich nehme die. Obwohl, die kostet nichts, um die auszuspielen, ne? Nee, nehme ich die. Ich nehme mir dann das Fell. Ich kann die ausspielen, weil die nichts kostet. Und ich kann jetzt meinen 7-Punkte-Menschen ausspielen, indem ich hier Fleisch, Fell und statt das zweite Fleisch nehme ich einen Joker. Genau. Spiel das aus. Und die hat auch noch eine Sonderfähigkeit, die Karte. Da darf ich nämlich sofort eine Ressource hier aus dem Pool nehmen. Ach, ein Joker. Ah, habe ich aber ein Schweinglück. Bin ja ein Glücksschwein. Ja, das ist doch super. Ich könnte den Joker natürlich jetzt als, das darf man machen, als Feuerstein hier auf meine Feuersteinkarte legen. Das könntest du. Oder ich warte noch ab. Ich glaube, ich lasse die erstmal noch da drauf. Ich warte noch ab. Ja, also ich muss mir jetzt mal ein bisschen... Achso, ich muss noch auffüllen. Du musst auffüllen und ich muss mir ernste Gedanken machen, weil ich muss hier langsam mal krampflos loswerden hier, sonst wird das echt ein bisschen kritisch und es taucht kein Fleisch auf, obwohl so viel Fleisch da angeblich sein soll. Das bringt mich ein bisschen in die Bredouille. Also muss ich gucken, gibt es hier irgendwas... was mir mit diesen Früchten anfangen kann. Also hier ist ja eine Karte, da braucht man ganz viel Früchte. Aber auch natürlich ein Fleisch. Ja, ja. Das hast du ja auch wieder nicht. Nein. Das ist ein bisschen gerade schwierig zu gucken. Aber ich glaube, ich muss die wohl nehmen, weil... Also hier, wenn man hier jetzt das letzte wegnimmt, dann kriegt man hier noch einen Bonus-Chip, ne? Ja gut, das kann ich natürlich jetzt erstmal machen, weil ich meinen einen Platz habe ich dann noch, aber mehr kann ich dann wirklich nicht mehr besitzen. Aber das ist doof, weil, ja, ich im Prinzip den Platz ja bräuchte für Fleisch, ne? Und, ja, wenn ich jetzt nicht alternativ... Also die hier will eine Frucht und ein Fell und du bekommst aber auch ein Frucht und ein Fell und spielst die aus und dann kannst du einen Bonus nehmen. Dann mache ich das so, glaube ich. Dann mache ich das so. Dann kriegst du wieder 2 Punkte pro Unterschlupf. Aber sonst ist die ja nichts wert, wenn du keine... Ja, ich kann es jetzt ja gerade nicht ändern. Also dann machen wir es jetzt einfach erstmal so. Also ich meine, das ist ja halt kein Fleisch pro, da. Pro roter Karte. 2 Punkte pro rote Karte. Das da ist 2 Punkte pro gelbe Karte. Das ist 2 Punkte pro rote Karte. Ja. Na gut, dann machen wir das doch jetzt einfach mal so. Das war jetzt also C hier. Ne, warte mal, war das der hier oder der nächste? Jetzt du musst immer vom nächsten nehmen. Das wäre der hier. Na gut, dann nehmen wir nochmal. Also die Karte und das und das. Und dann musst du natürlich auch gleich das Fell und die Frucht ausgeben. Das ist so gut. Und jetzt darfst du dir hier von dem Stapel. Jetzt bringe ich alles durcheinander auf den Stapel. Da darfst du dir jetzt einen von oben wegnehmen, weil du diesen leer gemacht hast. Von dem hier darf ich jetzt einen wegnehmen. Ja, von der Feuerstelle, genau. Okay. Und ich fülle den anderen Stapel wieder mit 5 neuen auf. Das ist natürlich wieder Früchte. Haben wir am Anfang ja eigentlich Glück gehabt, was da alles so Tolles lag, aber Früchte ist ja wirklich... übermenschlich. Hier ist ein Joker. Naja, den werde ich mir ja vielleicht schnappen, den Joker. Obwohl, hier ist noch ein Feuerstein, der bringt mir ja auch was. Das ist ein Mensch, den kann man einfach so ausspielen. Hier muss ich wieder Feuersteine sammeln. 15 Punkte? Wow. Ich muss eine Handkarte abgeben, 2 Früchte und 2 Fleisch. Da weiß ich nicht. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so dolle. Ich nehme mir die, nehme ich eine Frucht und einen Feuerstein.
Und die kann ich noch nicht ausspielen. Da müsste ich nämlich eine Handkarte für opfern. Das habe ich gerade nicht. Aber den Feuerstein, den lege ich auf meine Feuersteinsammelstelle hier. So, und dann fülle ich wieder auf. Ja, also da ich jetzt hier irgendwie nicht jetzt ewig und 3 Tage warten will, bis irgendein Fell auftaucht, damit ich irgendwie meine Karte da mal endlich ausspielen kann, werde ich hier jetzt hier auf den Joker spekulieren. Das heißt, ich muss dann ja diese Karte hier nehmen. Ja, das sieht alles ein bisschen schief, ja. Ist ja wurscht. Jetzt. Also ich muss die Karte nehmen, um dann den Joker zu kriegen. Ja, oder die, dann kriegst du Früchte und Joker. Aber, ja. Das ist ja Blödsinn eingehen, ne? Weil ich meine, ich will ja Sachen loswerden jetzt erstmal. Und dementsprechend nehme ich jetzt die hier und den Joker. Und jetzt kann ich ja doch, warte mal, die erste Karte, die ich hatte, weil ich, ach Gott, hier, wenn ich jetzt mal besser gucken könnte. Die eine, die jetzt diese Bedingungen hat mit Früchte, Fleisch und Fell, und da ist der Joker dann das Fell. Früchte, Fleisch und Stein. Oder Früchte, Fleisch und Stein. Ja. Aber das habe ich ja so schon hier. Früchte, Feuerstein, Fleisch. Ja. Ja, super. Dann mache ich das doch einfach. Und, warte mal. Also eine Frucht oder waren das 2 Früchte? Was will ich da? Eine Frucht, ein Fleisch und ein Stein. Genau. Okay, gut. Machen wir das mal so weg. Und ja. Da ist noch dein Joker, den hast du ja noch. Den habe ich noch. Das ist, ist immer noch eine Frucht und ein Joker. Okay. Und hier willst du ja Fälle sammeln. Ich erinnere dich nur. Und hier 4 verschiedene. Also für jede verschiedene Ressource bringst du hier 2 Punkte. Das heißt, wenn du zu viele Früchte hast, ich kann schon mal eine Frucht da reinschmeißen oder so. Ach so, ja. Auf ja. die Karte. Jede Runde darf man eine Ressource auf eine Karte legen. Ach so, na gut, dann macht das Sinn. Na? Fülle ich wieder auf. Ja. Fell, hier gibt es nur Früchte. Es gibt nur Früchte. Wer hat das denn gemischt hier? Gibt es einen Obstkorb, wo man Früchte reintun kann? Ja, das ist ein bisschen krass irgendwie, ne? Oh Mann. Obstkörbe für Früchte gibt es irgendwie gar nicht. Meine Obstkörbe mal hier alle zusammen. 2 Punkte pro Obstkorb, kostet aber ein Fleisch. Für die gute Karte muss ich ja einfach, aber ich kann ja auch meinen Joker nehmen. Ich nehme einfach mal diese Karte, dann kriege ich die nächsten 3 Ressourcen. 1, 2, guck mal, was ich schönes aufdecke hier für alle. Ja, ist ja unglaublich. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ich würde ja gerne hier meinen 7er Menschen ausspielen. Dafür muss ich eine Karte zerstören. Das tue ich hiermit. Die kommt auf den Ablagestapel. Und ein Fell ausgeben, das ich nicht habe. Dafür nehme ich meinen Joker. Und gebe meinen Joker aus. Und packe nochmal einen Feuerstein hier auf meine Karte. Toll, jetzt habe ich 3-mal Früchte. Ich brauche einen Obstkorb für Früchte. Ey, bitte, bitte. Hier gibt es 3 Punkte pro grüne Karte. Sollen wir deins auch mal ein bisschen sortieren irgendwie? Guck mal, da sind deine Obstkörbe, wo du Sachen drauflegen musst. Naja. Da musst du nur gelbe Karten sammeln möglichst und da musst du rote Karten sammeln. So, dann hast du deine Obstkörbe hier. Die Kartenfarbe, die du sammeln musst hier. Ja, ich hätte natürlich gerne den Joker und das Fleisch. Da müsste ich wohl auf den 3er da gehen, wenn ich das richtig sehe. Richtig, auf den da? Ja, kannst du machen. Also die nehme ich dann sozusagen, ne? Ja, die nimmst du an, genau. Die nächsten 3 Ressourcen, 1, 2, 3. Ja. Und ich kann jetzt auch gleich die Frucht abwerfen in den Obstkorb, ne? Genau. Ja, 1 Ressource pro Runde. Genau.
Ja, sehr gut. Genau, willst du eine Karte ausspielen? Kannst du eine Karte ausspielen? Wenn ich das wüsste, da muss ich zugeben, komme ich visuell ein bisschen an meine Grenzen bei dem Spiel. Das gebe ich ehrlich zu. Das heißt zwei Früchte und zwei Fleisch. Du hast ja noch keine vier Ressourcen. Nein. Dafür musst du nur eine Karte opfern. Und dann würdest du zwei Siegpunkte einfach. Das ist nur, die gibt einfach nur Siegpunkte und ist aber ein Mensch. Manchmal gibt es auch Karten, die sagen, sammle Menschen, aber... Ja, die anderen weiß ich jetzt nicht. Also die... Dann müsstest du die 15 Siegpunkte-Karte aber opfern. Ja gut, das ist vielleicht jetzt aber auch nicht so schlimm. Weil 15 naja, ich weiß nicht, ich würde da schon lieber drauf die sparen, weil du hast ja schon zwei Joker, ein Fleisch. Ne, ein Fleisch und zwei Joker. Das heißt, du bräuchtest theoretisch nur noch eine Frucht und eine Karte, auf die du gut verzichten kannst, um die 15-Punkte-Karte auszuspielen. Okay. Also will ich ja nicht beeinflussen. Nein, wir kämen auf so eine Idee. Aber du bräuchst jetzt theoretisch echt nur noch ein Früchtchen. Ja gut, dann... Ich meine, du hast da jetzt ein Früchtchen drauf getan. Du kannst auch sagen, ich packe da kein Früchtchen drauf, ja. Ich mache jetzt schon gleich die Aktion hier. Ja, dann machen wir das, dann bringen wir doch mal ein bisschen mehr Wumms hier rein. Weil da kanntest du hier, nämlich sieht man... Zwei Früchte, ein Fleisch, und aber das sind genau die Ressourcen und eine Karte. Dann würdest du die wegschmeißen, ja. Die könntest du ausspielen und dann wären die Ressourcen hier alle weg. Mhm. Na? Also so eine 15-Siegpunkte-Karte, da bin ich jetzt mal gerade neidisch. Das mal nicht ohne. Boah. Naja, und ich krösel hier so ein bisschen rum. Na. Ha. 2-3 Siegpunkte pro Shelter, pro Unterschlupf. Mhm. Die würde für dich Sinn machen, weil du schon zwei Unterschlüpfe hast. Ah ja. Du bist ganz schlüpfrig. Du bist ja jetzt dran erstmal, ne? Ja, aber ich gucke ja auch immer für dich mit. Ja, Entschuldigung. Das ist ja auch lieb von dir. Ma. Ja. Ich habe zwei Obstkörbe, hier gibt es zwei Punkte pro Obstkorb. Mhm. Brauchen wir ein Fleisch, da kommen wir ja gar nicht ran. Ich habe 1000 Millionen Früchte. Mhm. 1000 Millionen Früchte, wo werde ich meine Früchte los? Ah, gibt es nicht noch einen Obstkorb, wo man verschiedene Ressourcen wenigstens sammeln kann? Nee, gar nicht. Hier gibt es zwei Punkte pro blaue Karte. Die ist auch gar nicht schlecht. Aber mir fällt jetzt gerade was auf. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Dummy-Frage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem mal. Wenn jetzt die Sachen hier jetzt auf den Karten liegen, zum Beispiel jetzt hier die Frucht und das Fell, dann kann man die jetzt aber nicht mehr für andere Karten ausspielen. Ist das richtig? Die kannst du nicht mehr ausspielen. Genau. Nur Handkarten sind damit gemeint. Wenn dieses Opfer eine Karte Symbol kommt, dann bezieht sich das nur auf Handkarten. Mhm. Ja. Puh. Na, man will die Karten gar nicht, aber man will die Ressourcen. Mhm. Aber zu viele Ressourcen ist ja auch Mist. Ja. Ich muss auch meine Früchte mal los, wenn die wäre ich ja gar nicht los. Mhm. Das ist voll komisch. Mhm. Ja, man kann die dann wegschmeißen, aber das ist ja... Das wäre ja Verschwendung. Natürlich will man die einsetzen, ist ja klar. Ach, ich nehme jetzt einfach die, damit ich nochmal wieder einen Feuerstein kriege. Mhm. So. Okay. Der Feuerstein kann mich gleich hier rauf. Mhm. Und ja, bezahlen kann ich hier mal gar nichts. Das war's jetzt schon. 3 Punkte für den Feuerstein. Ole, ole. Und du meinst, dass die hier wäre gut für mich, weil ich da ja schon gewisse... Die ist nicht schlecht, ja. Dann nehme ich die doch. Und das heißt, da steht im Moment 3. Also dann wären das... Du kriegst das Fleisch, ja. die Frucht. Und weil du hier das letzte Fleisch wegnimmst, darfst du noch eine Bonus. Warte, ich ziehe mal den Bonus-Chip hier für dich. Okay, das ist. Dann fülle ich hier mal wieder auf. Und dann kann ich jetzt aber mal eine Frucht hier natürlich abstoßen, eine.
Ich kann jetzt ja hier wieder, genau, die fülle ich jetzt hier rein. Oh, die fülle ich jetzt hier mal rein. Und 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, na gut. Kannst du sie schon ausspielen? Ja, ja, ja. Zwei Früchte, ein Fleisch. Da war ich eigentlich zu voll. Ich habe ja schon gemerkt, genau, stimmt, mal wieder nicht gescheit gesehen, dass ich das jetzt eigentlich ausspielen könnte, tatsächlich. Ja, dann mach das doch. Zwei Früchte, ein Fleisch. Fleisch. Mhm. Genau. Frucht. Ja. Und dann kommt die jetzt hier einfach irgendwo hin. Ja, das ist auch ein Shelter. Genau. Schon 1, 2, 3 Shelter und 3 Punkte pro Shelter. Mhm. Wow. Okay. Also alles, wo so ein Zelt drauf abgebildet ist. Hier ist noch eine, so eine Karte. Hier ist noch, das ist, hier ist noch eine Zeltkarte übrigens und hier ist noch eine Zeltkarte. Ah. Das dürfte dich interessieren, weil du 3 Punkte pro Zeltkarte kriegst. Ich sag es dann nur mal so. Ja. Vielleicht dir ja mal wieder gar nicht helfen. Nein. So, wo bekomme ich denn, was ich brauche? Ich brauche Fleisch und Feuerstein. Ja, aber hier sind ja nur Einser drauf. Hier darf ich eine Karte ziehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Dann nehme ich die. Ah, ne, muss ich aber auch ausspielen. Mhm. Da kriege ich ja kein Fleisch. Mhm. Also ich kann nur die Karte ziehen, wenn ich das hier bezahlen kann. Solche Karten gibt es auch? Das ist ja böse. Dann nehme ich die hier, nehme nur das Fleisch, kann aber Fleisch und Frucht bezahlen und ich kriege 2 Punkte pro blaue Karte einfach. Na, das ist doch auch schon mal was. Mhm. 2 Punkte pro blaue Karte. Mhm. Ach, und ich habe das hier leer gemacht. Ich kriege ja noch eine Bonus. Dings hier, nochmal Fell, das keiner will. Und dann muss ich wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob das keiner will. Ich kann mir auch noch Fell auffüllen. So. Oh, ein Joker. Oh. Ja, jetzt hast du diese Shelter-Sache natürlich bei mir erwähnt. Und, hier, Shelter, da ist Shelter, da ist Shelter. Mhm. Für das brauchen wir 3 Früchte, für das brauchen wir Frucht und Stein, für das brauchen wir 2 Steine. Mhm. Frucht und Stein. Stein habe ich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, müsste ich eigentlich nur eine Frucht kommen. Das heißt, ich müsste die da nehmen, dann könnte ich die Frucht nehmen. Ist das andere irgendwie? Aber die brauchen ja 2 Steine. Ach so, ja, die habe ich nicht. Dann müsste ich ja. Nein, halt. Dann nehme ich halt die hier erstmal. Mhm, ja, dann kriegst du hier das und eine Bonus. Genau. Das ist jetzt, jetzt gibst du noch die Möglichkeit für 2 Boni-Plättchen. Mhm. Mhm. Dann ist leider das Spiel schon vorbei, tatsächlich. Okay. Leider, wo man gerade so schön am Sammeln ist. Ja, ja. Sehr ärgerlich. Ich habe jetzt gerade 2 schön saftige Steaks gekriegt. Also, das ist so. 2 Fell, ein. Ich brauche einen Stein oder einen Joker. Wow. Achso, wolltest du irgendwie ausspielen? Kannst noch nichts, ne? Nee, jetzt kommt nicht. Da. So, ich brauche einen Stein und einen Joker. So, dann nehme ich mir Stein und Joker. Ach nee. Joker und. So, ich nehme hier diese Karte. Mhm. Dann. Ach nee, dann kriege ich Frucht und Joker, ne? Ja, das geht auch. Frucht und Joker. So, und dann habe ich den Joker und hier habe ich 2 Fell. Mhm. Und eine Karte, die ich wegschmeißen kann. Und dann habe ich hier einen 16er Mensch. Wow. Wieder 3 überflüssige Früchte. Ich hätte deinen Obstkorb gebraucht, da. Mein Obstkorb. Ach nee, der ist ja gar gar nicht für Früchte, der ist für unterschiedliche Ressourcen. Genau. Hier alles Fell und da unterschiedlich. Das war ja ganz falsch, dass du da Früchte reingepackt hast. Wieso gar nicht falsch? Unter anderem auch Früchte. Na, eine Frucht bringt ja nur Punkte. Achso. Unterschiedliche Sachen. Ja gut, da kann ja noch was anderes noch rein, ne? Das Spiel ist ja noch nicht vorbei.
Also wenn ich dir das irgendwann mal falsch erzählt habe, dass du da Früchte reintun kannst, also eine Frucht kannst du da reintun, ja. Und dann möchte der Obstkorb noch andere, verschiedene das Sachen. Und der hier möchte halt Felle. Ja, mal gucken. Also ich möchte jetzt irgendwas haben, wo ich auf jeden Fall eine Frucht bekomme. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht auch noch was für diesen Korb. Hier bekommt man aber auch einen Joker. Ja. Und du willst ja immer am liebsten die Shelter-Dinger haben. Ja, ja, genau. Also wenn du die hier nimmst, bekommst du Frucht und Joker. Und du hast den Shelter, den du irgendwann mal vielleicht... Ja, jetzt dann direkt vielleicht. Nee, da braucht zwei Steine. Aber der hier. Das ist auch ein Shelter. Ja, und der hat doch jetzt hier, dann hätte ich doch alles dafür. Dann hättest zusammen. Du alles, ja, dann ja. Dann kann ich den ausspielen. Dann kannst du die nehmen, ja. Dann nimmst du den und den, die Ressource. Hier. Da kannst du, musst ja jetzt nicht den Joker opfern, dann kannst du deinen Stein und die Frucht opfern. Genau. Genau, und dann hast du hier nochmal ein Shelter, genau. Ja. Supido. Wow. Wow, 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 wow. Die ist ja gut. Was braucht die denn dann noch? Fell und Stein? Ja, Fell ist ja gar nicht da hier. Also Felle ist ja mal... Ich sehe die Felle davon schwimmen, ja. Ich nehme ja auch ein 4 Punkte pro Shelter-Ding. Mhm. Denn ich habe ja hier schon 3 Früchte und der kostet 3 Früchte. Mhm. Außerdem kriege ich dann hier noch ein Stein für meine Steinkarte. Die 3 Früchte gebe ich ab und kriege 4 Punkte pro Shelter. Okay. Das ist sehr gut. Das war ein guter Zug. Muss ich mich mal loben. Tja, ich weiß nicht, was für Großtaten ich noch hier irgendwie reißen kann, wenn das Spiel sich dem Ende neigt. Naja, es gibt noch 2 Boni-Chips und wir haben 2 fast leere Stapel. Ne? Immer wenn so ein Stapel hier leer ist, dann nimmt man ja einen Boni-Chip. Ja, ich würde jetzt ja irgendwie gerne was machen, wo ich vielleicht noch den einen Korb da füttern kann mit irgendeiner anderen Ressource zum Beispiel. Das wäre doch eine Idee. Das wäre doch mal eine Idee. Ich denke hier nur noch Fleisch. Ja, warte mal, was haben wir? Also wenn ich zum Beispiel die da nehme, ne? Dann kann ich das eine Fleisch da nehmen und kann das in meinen Gemischtwarenkorb. Hier ist ein Obstkorb für Früchte. Ich leck mich fett. Jetzt gibt's die. So, nochmal deine Frage, Entschuldigung. Also, wenn ich den hier jetzt nehme, dann kann ich aber das Fleisch da nehmen, ja, und kann das in diesen Korb hier reinschmeißen, weil der will ja verschiedene Sachen haben. Das kannst du machen. Dann mach ich das doch. Und dann kommt das da rein. Und dann hast du noch die Chance auf deinen Korb. Oh, Jojo, nicht so laut. Hast du die Tür zugemacht? Ja, hilft immer nicht viel. Wenn die Jugendlichen an der Playstation sitzen, ja. Hätte ja auch mitspielen können, ne? Oh, um Gottes Willen. Ja, aber Spiele wollen, dann fährt er ja gerne mit. Das stimmt. Immerhin. Das stimmt. Das Jetzt, wo ich keine Früchte mehr habe, jetzt kommt der Obstkorb. Das ist doch toll. Das ist unbelievable, wirklich. So unbelievable. Mm. 2 Punkte pro Obstkorb. Ja, meine Güte. Das ist jetzt auch nicht so das Mega-Ding hier. Mm. Die ist natürlich cool, aber ich habe gar nichts davon, was die haben will. Ja, das ist natürlich gemein. Ja. Dann neckt die dich so ein bisschen. Naja, ich kann ja schon mal ein bisschen was sammeln, was ich vielleicht dafür bräuchte. Ja. Wir schauen mal. Hier kriege ich noch mal ein gratis.
den Joker, das ist gut. So, dann muss ich hier nochmal auffüllen. So. Ja, nun, ich könnte diese Karte hier nehmen. Aha. Dann kriege ich das da. Ja, dann ist das Spiel vorbei. Super. Achso, ich dachte, ich wollte nur eine Karte erfüllen. Na gut. Ja, du musst den nehmen. Aber und du kriegst auch den. Und ich weiß gar nicht, ob es immediately endet, aber ich vermute mal. Außerdem, ja. Ach Mann. Ach, die Runde wird noch zu Ende gespielt. Ja, ja, deshalb. Ich, ach, ich darf noch dran sein. Ja, ja, aber ich bin noch gar nicht fertig. Das weiß ich. Ich wollte doch nur schon mal gucken. Nee, ja, ja, ja. Dann muss ich auch noch mal auffüllen. Du hast mich mitten in meinem Gedankengang unterbrochen. Ja, dann denk noch mal von vorne. Naja, jedenfalls, die Idee war ja, dass ich diese Karte jetzt halt ausspiele, weil ich habe den da und ich habe den hier ja auf Vorrat. Mhm. Dann kann ich das tunen. Das kannst du tunen. Und das mache ich jetzt einfach auch. Und ja, das war das dann wohl. Mhm. Ja, wie kann ich noch Geld machen? Ich kann noch da einen Feuerstein reintun, hier theoretisch. Mhm. Kann ich noch für irgendwas Punkte kriegen? Bräuchte ich einen Joker für, um die Karte zu erfüllen, und da komme ich nicht dran. Leider, die hätte ich so gerne gehabt. Und wie ist das jetzt mit, wenn das jetzt... Darf ich jetzt erstmal meine Gedankengänge auch zu Ende führen? Du machst nicht unterbrochen werden und mich unterbrichst du. Das gleiches ist Recht für spannend. Alle. Gleiches Recht für alle. Nee, nee, nee. Mhm. Ja, die bringt einfach 4 Siegpunkte. Das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Was ist das denn da? 3 Siegpunkte pro Korb. Auch nicht schlecht. Dann hätte ich... Naja, immerhin, das sind 6 Punkte. Statt die 4 Punkte. Ist natürlich mehr. Nämlich doch die. So. Und dann spiele ich die auch aus. Die brauche ich dann. Brauche ich einen Joker, den ich mit abgeben muss. Dann habe ich hier 3 Siegpunkte pro Korb. So. Und ich wollte noch dann einen Joker als Feuerstein hier auf den Obstkorb legen. Ja. Genau. Ich habe vergessen, ich hätte mein Fleisch schon letzte Runde darauf liegen können. Dann hätte ich 2 Punkte mehr gehabt. Mhm. Aber vergessen ist vergessen. Ja, das war's. Okay. Vorbei, bye, bye. Ich denke, ich fühle noch auf, ne? Unnötigerweise. Ja, und jetzt, wenn man sich einfach einen Zettel und einen Stift rechnet, das zusammen ist, man kann das irgendwie im Kopf, das ist ja auch nicht so schwer. Man geht das einfach alles durch. Hier hat man zum Beispiel Sachen, die ja einzeln für sich einfach Punkte bringen, die kann man ja schon mal so zusammenzählen. So, da wäre ich jetzt hier bei 14 plus 16. Sind 30 Punkte schon mal. Das hier, mhm. Mein Fleisch bringt ja jedes 3. 6 mal 3 sind 18. Dann bin ich schon bei 48 Punkte. Mhm. Hier habe ich leider kein Fleisch drauf. So. Dann kriege ich aber 3 Punkte pro Obstkorb. Ich habe 2 Obstkörbe. Sind also 6. 48 und 6. 54. Ich kriege 2 Punkte pro blauer Karte. Da habe ich 3. Sind 60. Und 4 Punkte pro grüne Karte. Ist ja toll. Ich habe keine grüne Karte. Keine einzige? Nein! Oh.
Das habe ich, ja, dann bleibt es bei 60 Punkten bei mir. Oh, das ist doch schön, eine runde Zahl. Das ist eine schöne runde Zahl. Mhm. Genau, ob ich jetzt auch so gut bei dir rechne, das weiß ich noch nicht. Du hast hier auf jeden Fall diese Karten, die so einzeln für sich Punkte bringen. Ja, die eine, super. Hey. 15. So. Dann kriegst du 4 Punkte pro blaue Karte. Du hast keine blaue Karte. Du bist ja genauso schlau wie ich mit meinen grünen Karten. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Aber hier, du kriegst einmal 3 Punkte pro Shelter. Und da hast du ja Nummer 1. Nee, dir nicht. Da hast du 1, 2, 3, 4 Stück von. 12. Das heißt 12 Punkte. Genau. 12 plus 15. Also plus die 15. 27? Ja, richtig, 27. Mhm. 2 Punkte pro rote Karte. Da hast du Uli Uli eine. Wow, 28. Wow. 2 Punkte pro gelbe. Da kannst du nochmal 6 dazu. 34? Ja. 3 Punkte pro lila Karte. Du hast 2 lila Karten, also nochmal 6 Punkte. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich über 34 warst du. Plus, plus. Plus 6. Mhm. 40. Runde dann. 40, genau. Hier 3 Punkte pro Feld, also einmal 43. Mhm. Und 2 Punkte pro ungleiche, also nochmal 4 dazu. Mhm. Ja? Ja. 47, ne? 47, na gut. Hm. Mehr wird's nicht. Was hatte ich denn? 60, nur wow. 60. Wow! Oh! Ja. Ja. Also ganz runde 60. Ja, das sind meine Menschlis hier, glaube ich. Die haben mir so 4 Punkte gebracht. Sonst habe ich eigentlich... Und meine Feuersteine hier, die ich gesammelt habe. Mhm. Ja. Dann treffen wir uns gleich zum Fazit, würde ich sagen. So machen wir das. So, da sind wir wieder. Und jetzt kommen wir zu unserem Fazit. Hm. Vom Spiel. Ach so, soll ich anfangen? Ja. Okay. Also das ist wirklich ein Spiel, was doch, finde ich, für mich so unter die Kategorie leicht zugänglich fällt. Also das, wo ich natürlich gerne mäkel, und das tue ich jetzt einfach mal kurz, klar könnten die Symbole halt ein bisschen größer sein, aber jetzt für jemanden, der wirklich richtig gut sieht oder normal sieht, ist überhaupt kein Ding. Und es ist wirklich, also ich finde das Prinzip, das hat man schnell drauf. Aber es ist auch nicht so, dass man denkt, das ist jetzt zu einfach. Also ich fand, das war eigentlich so vom Spielprinzip was mir durchaus gefallen hat, wo ich mir auch vorstellen kann, also jetzt gerade so mit Sandra das auch gerne mal wieder zu spielen. Und also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen und komme jetzt mal auf eine 8. Das Spiel ist ab 8, das ist nicht die Punktwertung für unser Fazit. Das weiß ich doch, aber ich meine, Spiele ab 8 tun es häufig genau. Ja, nicht. Also die Spiele ab 8, die tun es ganz häufig bei uns. Für mich muss das Spiel dann allerdings auch so eine gewisse Raffinesse haben. Ich fand das System ganz witzig, dass man sich dann so im Uhrzeigersinn die Plättchen wegnimmt. Das fand ich ganz cool. Und dass, wenn der Stapel leer ist, man noch ein Bonusplättchen bekommt. Man halt versuchen muss, irgendwie diese Sachen einzusammeln, um die Kartenbedingungen zu erfüllen. Und ich bin ja auch immer die gerne auf die hohen Punktzahlen auf den Karten geht. Das habe ich auch versucht und habe damit, glaube ich, auch gewonnen mit meinen Flintstones. Ja, das denke ich doch. Also es, ja. ich finde es halt gut, weil es ist so ein Spiel, das kann der versierte Spieler dem Mitspieler relativ schnell nahe bringen. Und dann kann man das halt eben einfach runterspielen und das ist für das genau richtig. Ja, für mich ist es aber trotzdem das noch ein bisschen zu wenig gehabt, auch als kleines Spiel zum Feierabend. Ich habe mich fast geärgert, dass das Spiel dann auf einmal so abrupt zu Ende war. Ich war gerade so dabei, so mir meine Engine da aufzubauen mit das gibt Punkte dafür und das gibt Punkte dafür und dann zack, war das schon vorbei. Und das fand ich schade. Ich mag allerdings auch die Illustrationen auf den Karten. Die Grafik ist ganz schön.
Und Steinzeit ist ja sowieso im Moment ganz aktuell noch. Ist das? Also ich kriege das immer gar nicht hin. Ja, ja, okay. Also da haben wir einige Steinzeitspiele in letzter Zeit gehabt. Ja, okay. Und nicht leicht zugänglich, also nicht so leicht zugänglich. Meinst du mehr so beige Spiele oder was? Ja, ganz beige. Paleo ist ja schon eher noch leichtes Kenner, aber ja, da gibt es auch noch ganz andere. Okay. Naja, für mich auf gar keinen Fall eine 8, das wäre für mich schon eine der meiner Bestwertungen tatsächlich. Also ich tendiere da jetzt so dem eine 6 zu geben, eine gute 6, aber mehr ist es für mich dann auch tatsächlich leider nicht. Es ist natürlich schnell aufgebaut und es passt in den Urlaubskoffer, es ist klein, man braucht auch nur die Karten mitnehmen, Gummiband drumherum, fertig. Ein Zipptütchen für die Plättchen und das war's. Also ich glaube, man merkt schon die Tendenz, es ist für den Mitspieler wahrscheinlich mehr noch geeigneter als dann für den Vielspieler. Und, es ist ein schönes Nichtspielerspiel. Also wenn man Nichtspielern so mal so was anderes als Mau Mau zeigen will dann, und Uno, dann kann man das ja mal auf den Tisch packen. Aber mehr ist es bei mir leider nicht geworden. Oh. Aber ich fand es spannend, das auszuprobieren. Ich wollte das unbedingt ausprobieren. Und dann können wir uns ja jetzt bald an das nächste Spiel machen. So sieht das aus. Ich hab dann noch so ein, zwei. Ach was? Das glaubt doch keiner. Genau, und das war's auch schon. Diesmal kurz und knapp. Genau. Kurz und knackig. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Lübeck, Lieb Brettspiele.